Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein saisonales Rezept, eigentlich wie immer. Aber heute gibt es Maronensuppe. Schon wieder? Nein, nicht schon wieder. Die mache ich zum ersten Mal heute. War, heute hast du schon Maronen, jetzt hast du Maronen, dann hast du Mohn gemacht. Mhm. Und wenn du jetzt noch Kürbis machst. Dann sind deine drei Anti-Lieblingssachen mit dabei. Ja, also wirklich Wahnsinn. Versuchst du gerade einen Dämon aus mir auszutreiben? Nein, aber Maronen sind super lecker. Ihr kennt die vielleicht vom Weihnachtsmarkt, da gibt es die immer so, sind die da gegrillt? Nein, die sind, nee, die geröstet. Sind geröstet. Und die sind wirklich super lecker, wobei ich sagen muss, dass sie mir aus dem Backofen fast noch besser schmecken. Also nicht geröstet wie auf dem Weihnachtsmarkt, weil die schmecken mir fast schon so, ja, hat ja immer zu viel Raucharoma. Ich finde sie aus dem Backofen oder aus dem Wasser sehr gut. Und ich kenne die aus meiner Kindheit. Wir sind immer mit meinen Eltern Maronen sammeln gegangen. Deswegen gibt es heute eine Maronensuppe. Ich mag Maronen auch aus der Entfernung. Ja, ich finde, wir sollten auch mal mit Samira und Ella sammeln gehen. Ja. Das ist voll schön. Ah, das haben wir früher gemacht. Jetzt ja, weiß ich, warum ich dich mag. Ich musste meinen Eltern früher in den Wald Maronen sammeln. Aber ich weil sie zu geizig waren, das Ding im Supermarkt zu kaufen. Ja, die sind ja auch teuer. Ja. Aber heute nehmen wir auch gekaufte Maronen. Ich sage euch auch gleich warum, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten. Für die Suppe brauche ich 30 Gramm Butter, 2 Zwiebeln, 400 Gramm Maronen, 500 Milliliter Gemüsebrühe, hier habe ich 200 Gramm Sahne, dann jeweils eine Prise Zucker und Chili, etwas Pfeffer, Muskat und Salz und noch etwas Schmand zum Abschmecken. Und zwar habe ich jetzt hier die vorgekochten Maronen. Das erleichtert einfach die Arbeit. Und die gibt es auch so im Supermarkt zu kaufen. Die sind jetzt aus der Obst- und Gemüseabteilung. Und die sind bereits geschält und vorgekocht. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht die Arbeit, die zu poolen. Denn ungekochte Maronen, die sind einfach ziemlich schwer zum Schälen. Deswegen muss man die einfach vorher garen. Jetzt nehme ich schon mal die Butter. Ne, die schäle ich jetzt hier ab. Ich nehme erst die Zwiebeln und werde die fein hacken. Jetzt gebe ich die Butter in meinen Topf, den habe ich jetzt bereits erhitzt und gebe auch die Zwiebelwürfel mit dazu und werde sie glasig anbraten. Da müsst ihr dann die Stufe so ein bisschen zurückstellen auf mittelhohe Hitze und kann in der Zeit schon mal die Maronen so ein bisschen hacken. Kommen die Maronen mit dazu. Kurz mit anbraten. Dann kann ich sie gleich mit der Gemüsebrühe ablöschen und dann mit verschlossenem Deckel erstmal etwa 20 bis 30 Minuten lang garen, bis die Maronen weich sind. Die Maronen sind jetzt weich gekocht. Und ich habe vorhin die Gewürze vergessen. Also hier gebe ich jetzt mal Chili und Zucker rein, etwas Pfeffer und Salz müsst ihr dann einfach abschmecken. Noch ein bisschen Muskat. Und gebe jetzt noch die Sahne mit dazu. Und werde die Suppe jetzt schon mal fein pürieren. Ich werde jetzt in meine Suppe noch ein bisschen Wasser geben. Die ist jetzt momentan zu dickflüssig, das sieht man jetzt auch hier. Ich habe sie einfach zu lange einkochen lassen, aber ist ja gar kein Problem. Und werde sie dann gleich noch abschmecken und in der Zwischenzeit aber auch noch ein paar Croutons machen. Und zwar habe ich hier ein paar Brotwürfel und ein bisschen Butter und werde es hier drin einfach ein bisschen rösten. So, lieber Murat, der Murat darf gleich probieren. Ich werde jetzt aber hier noch die Croutons ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Ja. Und man kann zum Beispiel auch ein bisschen Thymian reinmachen. Mach ruhig genug Pfeffer rein, damit die Maronen nicht schmecken. Ja. Der war nicht gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Maronensuppe gegessen. Du kriegst jetzt gleich ziemlich viel Chili rein. So. Also, er bekommt das Süppchen.
Jetzt bin ich echt gespannt. Dann etwas Sauerrahm. Okay. Was halt auch perfekt dazu passen würde, wäre ein Milchschaum zum Beispiel. Dann ein paar Croutons. Okay. Chili. Und das ist so ein typisches Weihnachten. Viel Chili oder wenig? Ja, mach schon viel. Ich mag Chili. Okay. Und Petersilie. Die Petersilie, hätte man sie gegossen, würde sie ein bisschen besser aussehen. So. So. Das ist so ein typisches Weihnachtsmarkt-Essen. Finde ich schon. Ja? Ja. Okay. Ich finde, also, das kann man super. Ich zeige es mal in die Kamera. So im sieht Weihnachtsmenü. Aus. Und ich probiere es jetzt mal wirklich. Jetzt Murat, bin ich mal gespannt. So ein Süppchen für ein Weihnachtsmenü. Da kannst du ja aufhören, Süppchen zu sagen. Ich finde es immer. Süppchen. Süppchen. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt. Das Ding ist heiß. Vorsicht. Schmeckt gar nicht schlecht. Also schmeckt nicht schlecht. Aber? Ja, schmeckt gar nicht schlecht. Gib also, ich mal mehr. Also ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Also wer Maronen mag. Gib mal. Also ich finde, die Maronen, die haben halt so eine richtig tolle, ja sag mal das sämig dazu. Sämigkeit, so eine sämige Konsistenz. Du magst es natürlich, da bin ich mir sicher. Also ich finde es jetzt also... Und ich finde, die haben ein richtig tolles Aroma. Ich finde, ja, das schmeckt halt anders. Schmeckt nussig. Wie schmeckt's? Vielleicht noch einen Tropfen Balsamico-Essig. Das ist aber zum Feinschmecker, ha? Ja. Ja, kann man noch mit drauf machen. Da hat man so eine leichte Säure noch mit dabei. Ja. Also ich finde die Suppe sehr, sehr lecker. Ja, ich werde es auf jeden Fall wieder kochen. Ich finde jetzt zum Beispiel diese Tana, türkische Tana-Chaubisse finde ich cool. Die finde ich besser. Also es ist nicht schlecht. Also ich würde es essen, aber ich würde mir... Also jeder, der Maronen liebt, wird diese Suppe auch lieben. Ich werde sie auf jeden Fall nachmachen und werde sie auch noch einmal nachmachen. Und falls ihr das Rezept sucht, dann gibt es es auf sallys-blog.de. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und du kriegst keine Suppe mehr von mir. Ja, aber auf also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich fand es doch gar nicht Nein, ich wirke dich jetzt ab. Ich wirke dich jetzt ab. Du machst meine Suppe immer schlecht. Wenn du mich abwürgen willst, dann gib mir einfach die Suppe. Und die Tasse nehme jetzt ich. Nein, wirklich nicht. Ich finde es in Ordnung. Das Reisenkäse finde ich voll lecker. Aber dafür muss man halt geboren sein, glaube ich. Okay. Murat geht heute hungrig ins Bett. Ja, ich hole mir jetzt einen Döner. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann, tschüss. Euer Murat. Tschüss. Ich hole mir jetzt einen Döner.